Hallo, Hallöchen, hier beim Livestream von Streambeam for Global Change, supported by Castor TV. Ja, willkommen, liebe Zuschauer. Es geht hier um den europäischen Politik. Vis-à-vis 50 Meter ist eine Arbeit in Deutschland bereit. Geht das nicht so? Mach Bildcheck. Boah, weil auf den Monitoren, schätze ich mal, Polizei ist keine Ausnahme, sondern alltägliche Praxis. Bei polizeilichen Maßnahmen werden immer wieder Grenzen der Legalität ausgeweitet und überschritten. Die demokratische Kontrolle ist dabei ständig in Gefahr. Mit dem täglich stattfindenden Europäischen Polizeikongress wird beabsichtigt, die Zusammenarbeit bei staatlichen Handelns auf europäischer Ebene zu investieren, ohne dass es sich dabei eine Möglichkeit für die Öffentlichkeit gäbe, diesen Prozess nachzuvollziehen, kritisch zu hinterfragen oder gar zu beeinflussen. So findet auch der diesjährige Polizeikongress hinter verschlossenen Türen statt. Dort treffen Politiker und Polizisten auf Lobbyvertreter von Rüstungsunternehmen, die für die neuesten Überwachungs- und Kontrolltechniken werben. Ja, kleine Anmerkung hierzu. Auf der Webseite des Europäischen Polizeikongresses werden Pressevertreter nur zugelassen, wenn sie sich akkreditieren. Das mag man ja noch so hinnehmen. Aber zu den einzelnen Fachsitzungen und Fachtagungen ist die Presse nicht zugelassen. Also auch da ist eher Versteckspielerei die Regel. Ja, ich zoome jetzt mal so ein bisschen für euch raus. Na, wie ihr seht, hier sind so einzelne Bilder aufgestellt. Ich guck mal immer, dass ich ein Bild erwische, dass ich die Leute nicht vertreiben muss, die hier vorstehen und sich darüber informieren.